ja, unerhört gut gespielt von Lindsay Davenport. Ganz. Ein schnelles 3:1 für die Amerikanerin, die bislang hier fehlerlos spielt. Und was für ein Return! Das ist vorzüglich gespielt. Vorhin auf dem Neben. Ah, das ist einfach vor circa 20 Minuten gespielt. Und zwei Satzbälle für Lindsay Davenport. Ah, das ist unerhört gut, sicher. Und ja, ich möchte fast schon sagen, perfekt gespielt. Gerade dieser letzte Flugball, Lindsay Davenport, die ja von der Grundlinie 6:2, man muss das ganz fairerweise sagen, absolut verdient, dieser Satzgewinn, auch in dieser Höhe für Lindsay Davenport. So, Stefanie Graf versucht, was kommt ans Netz? Vielleicht ein Rezept hier. Von dem eins besten Schlag überhaupt im Damentennis der Vorhand. Auf geht's. Jawohl. Ganz eng, schon fast im Feld zu stehen, wird es für Stefanie Graf unerhört schwer. Spielball und das zum richtigen Zeitpunkt. Break im Rücken und einem Satz dazu. Sechstes Spiel, zweiter Durchgang. Lindsay Depp nach langer Zeit mal wieder Breakmöglichkeiten für Steffi Graf. Ah ja, schade. Ja, ja.
Und da ja! Irgendwo in der Mitte wird es liegen. Im Bild. Na, wer sagt's denn? Blitzsauberes Aufschlagspiel von Steffi Graf und da. Den Rasen, auf dem sonst noch ein Feld gemalt ist. Feine Adresse. White City hier. Oh la la! Ah ja, nochmal ein wirklich toller Ballwechsel. Dies auch so. Mutter Heidi Graf schüttelt den Kopf und das will so viel heißen. Das kann sie nicht mehr heute. Sie ist zu müde und zu erschöpft. Und ich glaube. Und das war's dann. Lindsay Davenport gewinnt dieses Match gegen Steffi Graf nach 69 Minuten. 6-2, 7-5 der Spielstand. Die Amerikanerin zieht ins Finale von Sydney ein. Ein Traumfinale, wie man so schön sagt. Die Nummer 1 der Welt gegen die Nummer 2. Lindsay Davenport gegen Martina Hingis. Dickes Kompliment an Steffi Graf. Großartige Woche.